wird fit. Mama Wutz guckt ein Fitnessprogramm im Fernsehen. Und weiter, so ist es gut. Beugen, strecken. Ah, ich liebe Fernsehen. Was guckst du, Mama Wutz? Das ist eine Sendung mit Gymnastikübungen, um fit zu bleiben. Zum Glück muss ich nicht trainieren. Ich bin natürlich fit. Du siehst aber nicht sehr fit aus, Papa. Dein Bauch ist ein bisschen dick. Ich bin sehr fit. Ich zeig's dir. Was soll ich zuerst machen? Deine Zehen berühren. Guck so. Das ist leicht. Papa, hör auf, so zu tun, als könntest du das nicht. Ich tue aber nicht so, Peppa. Papa Wutz kann seine Zehen wirklich nicht berühren. Oh je, Papa. Das ist aber nicht sehr gut. Vielleicht sollte ich doch etwas trainieren. Ja, Papa. Und ich beginne gleich morgen. Papa Wutz, du musst mit dem Training jetzt anfangen. Oh. Keine Sorge, Papa. Ich helfe dir dabei. Oh, na gut. Peppa, du wirst meine Trainerin. Was soll ich zuerst machen? Zuerst machst du ein paar Liegestütze. Das ist leicht. Eins, zwei. Fertig. Sehr gut, Papa. Und jetzt machst du davon 100. 100? Ja. Kommt, Kinder, helft mir beim Kochen. Ich helfe auch. Nein, Papa, du musst noch 100 Liegestütze machen. Oh. Eins, zwei, drei. Mama Wutz, Peppa und Schorsch bereiten in der Küche das Essen vor. Papa Wutz macht immer noch Liegestütze. Papa macht das sehr gut. Neun. Ja, ich hoffe nur, er übertreibt es nicht. Ich geh mal nachsehen. 13. 14. 15. 16. 17. Papa Wutz, du schummelst. Du solltest doch Liegestütze machen. Oh, da war gerade was Interessantes im Fernsehen. Schlimmer, Papa. Vielleicht geht es besser mit meinem alten Trimmrad. Aha, das macht bestimmt Spaß. Da kann ich gleichzeitig Radfahren und Fernsehen. Das ist unmöglich. Das Trimmrad ist zu laut. Ich kann das Fernsehen nicht hören. Aber irgendwie musst du ja fit werden. Ich weiß es. Du kannst mein Fahrrad haben. Ja, da kommst du auch noch an die frische Luft. Papa Wutz will mit Peppas kleinem Fahrrad fahren. Papa, hier sind die Pedale. Das sind die Bremsen. Und hier ist die Klingel. Ja, ja, danke, Peppa, ich weiß. Tschüss. Das ist kinderleicht. Fit zu werden ist ganz schön anstrengend. Jetzt werde ich fit, ohne dass ich treten muss. Papa Wutz fährt sehr schnell. Oh, ich sollte langsamer fahren. Die Bremsen bremsen nicht genug. Hilfe! Papa Wutz ist schon lange Zeit weg. Mama, wo bleibt Papa denn? Keine Sorge, Peppa. Papa hat bestimmt großen Spaß, wenn er so lange fortbleibt. Papa, wo warst du denn? Ich bin den ganzen Hügel runtergesaust und hinterher musste ich alles wieder hochschieben. Oh, armer Papa Wutz. Na ja, wenigstens habe ich trainiert. Ja, heute schon. Wie meinst du das? Morgen machst du weiter mit dem Training. Was? Papa, um fit zu werden, musst du jeden Tag trainieren. Auweia. Keine Sorge, Papa. Ich bin doch deine Trainerin. Ja, das bist du allerdings. Spiele mit dem Ball. Peppa und George gaan in de tuin spelen met een bal. Joepie! George gooit de bal in de lucht, zo hoog als hij kan. En hij vangt hem. Dat kan ik ook. Kijk! Wee! Oh! Peppa heeft de bal gemist. Dit is een stom spel, zeg.
Daar komt Peppa's beste vriendin, Suzie Schaap, aan. Suzie heeft twee tennisrackets bij zich. Hallo, Peppa. Hallo, Suzie. Laten we tennissen. Ja, dat klinkt leuk. Komt-ie, Suzie. Oh. Suzie heeft de bal gemist. Oh. Nu heeft Peppa de bal gemist. Peppa en Suzie zijn dol op tennissen. Maar George voelt zich een beetje buitengesloten. Oh, sorry George. Je kan niet mee tennissen. We hebben maar twee tennisrackets. Ik weet wat. George kan de ballenjongen zijn. Ja, dat is heel erg belangrijk werk. George wil graag de ballenjongen zijn. Hij moet de bal ophalen als die te ver gaat. Komt-ie, Suzie. Oh, gemist. Ballenjongen! Dank je, ballenjongen. Oh, ballenjongen! Dank je, ballenjongen. Ballenjongen! Oh nee, George vindt dit spelletje toch niet zo leuk. Daar zijn Henkie Hond, Pedro Pony, Kaatje Kat, Kelly Konijn en Karel Konijn. Hallo allemaal! Hallo! Wij zijn aan het tennissen. Mogen wij ook meedoen? Maar er zijn niet genoeg rackets. Oh. Laten we iets anders spelen. Zullen we gaan voetballen? Ja, voetballen! Jongens tegen de meisjes. Elk team heeft een keeper nodig. Ik! Pedro Pony en Kelly Konijn gaan snel op doel staan. Wij trappen af. Doelpunt! Karel Konijn heeft een doelpunt gemaakt. De jongens gaan winnen. Dat is niet eerlijk. We waren nog niet klaar. Hé, je speelt vals. Je mag de bal niet vasthouden. Jawel, ik wel. Ik ben namelijk de keeper. Zet hem op, Kelly. Scoren! Doelpunt. Hoera! Dit doelpunt is afgekeurd. Nee, mooi niet. Ja, mooi wel, hoor. Nee, mooi niet. Wat een hoop lawaai maken jullie. Papa, de jongens spelen vals. Nee, de meisjes spelen vals. Volgens mij hebben jullie een scheidsrechter nodig. Wat is een scheidsrechter? Dat is iemand die erop let of iedereen wel eerlijk speelt. Ik ben de scheidsrechter wel! Stop! Ik ben de scheidsrechter. Het eerste team dat nu scoort, heeft gewonnen. Hoera! Waar is de bal? Snel, maak een doelpunt! Doe iets! Doelpunt! Karel Konijn heeft een doelpunt gemaakt. Hoera! Wij hebben gewonnen! Aww. Voetbal is een stom spelletje. Wacht eens even. De jongens hebben in hun eigen doel geschoten. En dus hebben jullie gewonnen. Echt waar? Hoera! Wat is voetbal leuk, zeg! Thank you.